Hallo, ihr Quirlinge, und guten Morgen vor den Toren, nein, vor dem Tor von Kap Dun. Ich sage immer Toren, es gibt nur eins davon. Kap Dun ist ein Nest, keine Stadt, es gibt nicht mal eine ordentliche Kneipe, da gibt's aber einen ordentlichen Hirschen. Jawohl, oh, da ist noch ein hungriger Wolf, stimmt, richtig, da war ja was. Aber vielleicht kann ich... Nein, kann ich nicht. Oder kann ich doch? Kann ich. Ja, winsel nur. Oh, das sind natürlich zwei. Also eigentlich müssen die beiden mal langsam weg. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das machen soll. Sag mal. Der ist so dünn, den treffe ich nicht mal, wenn der mir die komplette Seite zukehrt. Und der kratzt sich, der hat Flöhe. Ja, und dann läuft er natürlich so schräg, dass ich dran vorbeischieße. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Ja, viel Spaß damit. Ich gehe mal zu den Orks da hinten. Oh, ich bring dir was mit. Die schlafen noch. Guck mal da. Was? Irgendwie kommen die Wölfe hier nie in die Nähe des Bauernhofs. Warum nicht? Oder sind die jetzt an Jens hängen geblieben? Ist irgendwie weg. Haben die was zu fressen gefunden unterwegs? Ah, ja. Ich glaube, ich höre hier irgendwo was. Ne, höre ich nicht. Ich habe die Wölfe verloren. Sollte nicht das Bogenradar mir wenigstens zeigen, wo die sind? Das ist... Aha. Ja. Naja, sie sind irgendwie weg. Sie haben sich ins Meer gestürzt vor lauter Hunger. Neben einem kompletten Hirschkadaver. Also, Kadaver kann man das nicht nennen. Der ist ja noch warm. Der pulsiert ja noch. Steck die Waffe weg! Nein! Ich hab ja, den... verschwinde von hier! Sag mal! Warte, du kriegst gleich Hilfe. Die waren aber schnell wieder am Ort des Geschehens hier. So, der eine ist ja eigentlich ganz gut angezählt. Da ist noch so ein Mistvieh! Wäre er alleine, wäre es alles kein Problem. Ja. Blöde Idee da, sich umzudrehen vor den Wölfen. Dann können sie zuschnappen. Okay, den habe ich nochmal gekriegt. Der braucht jetzt nur noch einen Schuss in die Schnauze. Dann war's das mit ihm. Okay, ja, so kann das gehen. Jetzt müsste ich den zweiten, na gut, dem zweiten komplett im Nahkampf zu machen, ist verwegen. Den muss ich auch erstmal vorgarnen. Aha. Ja. Ja doch, hält die Leine. Also die Rüstung ist aber nicht figurbetont, oder? Komm, jetzt noch einen Schlag. Einen Schlag! Einen einzigen Schlag auf diesen Dreckswolf! Oh! Mann! Muss das denn immer so enden, wenn ich in den Nahkampf gehe, hä? Scheiße. Ich habe schon die bessere Rüstung. Ohne die bessere Rüstung wäre ich schon Mus wieder. Mus zwischen Wolfszähnen. Ei. Aber immerhin, wieder zwei weg. Und ich lebe noch. Jetzt muss ich nur den zweiten finden. Der ist da hinten irgendwo. Wie gut, dass die Viecher hier nicht so weggehen wie in Gothic 2. Die bleiben hier relativ lange liegen. Kann man sich in Ruhe noch alles abziehen, wenn man da den Kadaver wieder findet.
Ja, und jetzt, Heldilein, jetzt müssen wir dich erstmal wieder aufpimpen. Da vorne bei Jens. Sonst verblutest du auf dem Weg dahin. Na? Gut. Heilung durch Wasserfass. Und weiter. Jetzt ist es richtig hell. Wir haben es jetzt 8.31 Uhr. Also ab 8 Uhr ist es wirklich hell. Und die Sonne ist dahin, denke ich mal, richtig. Ja, da ist der hellste Fleck. Das heißt, sie geht auch hier im Osten auf. Jo. Ist das wichtig? Nein. Interessiert mich das? Nein. Habe ich dich schon mal hier? Nee, stimmt. Du warst immer zu sehr in der Nähe der Wölfe. So, hier ist ein Belia-Schrein. Da kann man beliasche Zauber erlernen. Ich glaube, es ist der einzige Belia-Schrein, an den ich mich erinnere hier im Spiel. Ich glaube, davon gibt es auch deutlich weniger als von Innos-Schreinen. Aber hier wäre einer. Wolf. Wo denn schon wieder? Nach dem Wolf ist vor dem Wolf, ja. Wo sind die da oben? Auf der Klippe vielleicht. Das könnte man auch hören. Harek. Warte mal, Harek. Harek. War das nicht der... ja, hier, bringt den Sklaven Harek. Okay, wir haben Harek gefunden. Da, wo der steht, sollte es keine hungrigen Wölfe geben. Das wäre gemein. Er hat ein Brot. Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Hä? Was treibst du dich hier herum? Hey, Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Doch. Klar. Hier, nimm. Super. Danke, Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Drei Heilpflanzen, gutes Team. Wenn du mit, also kämpfen willst, aber deine komische Rüstung und so, und ich weiß ja nicht. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann, du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir, hier wegzukommen? Hilf Harek zu entkommen, neue Queste. Wo willst du denn hin? Bring mich nur am Dorf vorbei, zum Jäger Jens. Ich werde mich bei ihm eine Weile verstecken und kann mal wieder was Anständiges essen. Eine Hand wäscht die andere. Ich mag ein Hasenfuß sein, aber ich bin recht wendig und agil. Wenn du mir hilfst, kann ich dir vielleicht etwas von meinen Fähigkeiten zeigen. Na dann? Ich bring dich weg. Gut. Harek wird weggebracht. Da ich jetzt hier keine Wölfe mehr habe, können es nur noch irgendwelche umgestürzten Bäume sein, die mich von meinem nächsten Questerfolg trennen. Was? Die meinen nicht mich, will ich hoffen. Da hinten ist irgendwas los, aber umso besser. Wir nutzen die Verwirrung, die hier überall herrscht, und bringen Harek zu Jens. Ich habe dir einen Gast mitgebracht. Harek muss eine Weile untertauchen. Alles klar, er kann eine Weile bei mir bleiben. Rufen Rebellen. Und bringen den Sklaven zurück, ist natürlich auch abgebrochen, logisch. Warte mal, Harek. Danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Ich werde dich dran erinnern, wenn ich mal was von dir brauche. In Ordnung. Hier, nimm wenigstens diese Tränke. Du wirst sie brauchen. Ja, drei Heiltränke, danke. Und nochmal Erfahrung. Und ich kann hier Akrobatik lernen, was ich aber jetzt nicht vorhabe, weil Akrobatik sorgt, glaube ich, dafür, dass man den Fallschaden verringert bekommt. Und das ist nichts, was ich jetzt unbedingt brauche.
So, und gegen wen habt ihr hier gekämpft? Gegen Wölfe? Nee, oder? Oh, ihr kämpft immer noch. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Gegen wen kämpfen wir? Wer war das? Das war ein holzschildbewaffneter, übermütiger Bandit. Ah ja, stimmt. Die befreiten Dörfer, so wie Ardea, richtig, die werden dann und wann von marodierenden Orks angegriffen. Und die Ork-Städte, die von Orks belagerten Städte und besetzten Städte, die werden von Banditen angegriffen, dann und wann. Ja, gar nicht so unlogisch. Und auch gar nicht so... Nein. Ja, jetzt sitzt du hier. So, und nu? Let's play zu Ende, oder was? Wolfsfell. Gar nicht so unfair, wollte ich sagen. Jeder hat sein Bündel zu tragen. Schweine hinter der Palisade. Und hier hat Harek irgendwo Heilpflanzen gefunden. Gut, Heilpflanzen brauche ich jetzt im Moment jetzt gar nicht mehr für irgendwelche Questen. Natürlich sind die gut zu haben für Heiltränke, die ich mir daraus auch brauen kann. Das müsste mit meinen alchemischen Kenntnissen Meister Konstantino in Korinnes sei Dank ja auch gut funktionieren. Oh. Ach, das sind auch hungrige Wölfe. Natürlich sind es hungrige Wölfe, weil die Queste noch nicht reagiert hat. Jetzt ganz viele Skelette. Oh, es sind drei. Scheiße. Speichern. Das ist eigentlich ein Fiasko mit Ansage. Aber ich habe hier zumindest die Möglichkeit, auf die Klippe zu gehen und von da aus runter zu schießen. Was aber auch noch dafür sorgen wird, dass die Wölfe sich unterhalb der Klippe versammeln und ich dann nichts zu schießen habe. Und hier steht ein Busch. Ah! Akrobatik! Ich sag's doch. Naja, das geht nicht. Und hier können die Lupunden mich erreichen. Oh, das ist alles ungünstig. Gibt's eine bessere Möglichkeit? Die kratzen sich. Das hört man bis hierher. Wenn ich da... Wenn ich da... Also... Da rutsche ich ja vielleicht runter. Naja, also hier kann ich den ersten Schuss zwar setzen. Aber den zweiten und dritten. Wie lauft ihr jetzt? Ihr erkennt, dass ihr nur hier lang könnt. Und ihr könnt da lang. Oh, und wie ihr da lang könnt. Weg, 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 weg. Das sind Hirsche. Die Wölfe sind jetzt irgendwie weg. Ja, zwischen den Hirschen durch. Klar. Eins. Der hat's überlebt. Ein Pfeil in der Keule war nicht genug. So, das war aber nur Zubrot hier. Eigentlich war ich ja auf Wolfsjagd. Mit ganz beträchtlichem Erfolg. Aber die haben es mir nicht übel genommen. Die sind wieder zurückgestromert und kratzen sich jetzt da hinten. Weg! Weg! Lass sie doch nicht immer beißen und dann immer gleich 30-40% vom Lebensbalken weg. Das ist immer so viel. Jens, du hast jetzt Verstärkung. Ich bringe auch Verstärkung mit. Für die gegnerische Seite. Oder auch nicht. Weil sie den Schwanz einziehen.
Ah ja. Ach, da gehen die lang. Weg! Hit and run, wie in Rissen. Ah, Baumstamm! Es trampelt hinter mir. Ja. Oh, gerade wenn ich den Pfeil lösen will, dann beißt er zu. Das passiert schon so oft, das ist fast nicht mehr zu erklären. Jetzt bin ich wieder in einer sehr prekären Situation. Zwei Wölfe hinter mir, noch 30% Lebensbalken. Oh, und ich schieße ins Nichts. Nein! Wie kannst du denn den daneben setzen? Du Honk! Du weißt genau, wie übel das im Nahkampf ist. Oh. Ja, immerhin, der Pfeil ist noch zu gebrauchen. Und der hier auch. Immer wenn ich Pfeile brauche, muss ich diesen Weg hier lang laufen. Das finde ich genug. Ja. Das Wasserfass ruft. Ich höre es ganz genau. Und aus 12 Wölfen? Nein, 12. Nein, nicht 12. Gar nicht erst den Gedanken sich festsetzen lassen. Aus 3 Wölfen wurden 2. Wie komme ich auf 12? Weil sich 12 auf Wölfe reimt. So, Heilung durch Wasser. Okay. Vielleicht schaffen wir die anderen beiden ja jetzt auch noch. Es sind ja nur noch 2. Allerdings sind die geheilt, weil die zu weit aus meiner Reichweite rausgerannt sind. Dann scheinen die alle zu heilen. Stimmt's? Euch geht's gut, ja? Ja, euch geht's beiden sehr, 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 sehr viel zu gut. Und stiften gehen. 3 Pfeile auf ein und denselben. Das ist gut. Wann hört ihr auf? Jetzt richtig? Er kommt nicht bis zu Jens. Jetzt geht ihr zurück durchs hohe Gras, wo ich euch nicht sehen kann. Da. Und nutzt den Weg. Ja. Irgendwie waren die jetzt aber schon wieder heile. Die tollen Pfeile für nichts. Und wieder nichts. Was macht ihr da? Party euch oder was? Weg. Tja, da war ich ein bisschen zu weit weggerannt. Bleibt ihr dabei? Auf der Straße sehe ich euch jedenfalls. Oh, Moment. Haben wir nur noch eins? Oh, daneben gesetzt. Oh. Arr, arr. Ich kriege ja ein Trauma. Wieso kann man da... Alter, da sind echt 30 hungrige Wölfe, die man für diese scheiß Quest erlegen muss. Und ihr seht, wie toll das ist. Mit einem Nahkämpfer spielen. Nein, mach ich nicht. So. Darf ich dich ein einziges Mal treffen? Es wäre mir echt... Ein einziges Mal nur. Danke. Dass sie mal knapp gewinnen. Ein einziger Scheißwolf gewinnt knapp. Und nein, ich möchte nicht in andere Let's Plays reingucken, wo die Let's Player einfach so an Wölfen vorbeigeht, die dann tot umfallen. Und zwar mit Level 1 und einer Unterhose bewaffnet und einem Knüppel. Weil die wissen, wie man gegen Wölfe kämpfen muss. Ich find's für euch so viel spannender, oder? Bah.
Heilung durch Wasser. Jetzt. Und dann Nummer 3. Ob das wohl der letzte ist? Ich soll ja die Rudel der hungrigen Wölfe killen. Also alles, was so einen Adjektiv, ein Adjektiv im Namen hat. Also scheue Hirsche, aggressive Wildschweine, hungrige Wölfe, das sind alles Questviecher. Und die zugehörige Queste kenn ich ja. Sag mal, bist du körperlos? Das war der letzte. Jagdgeschick plus 1 und Erfahrung und so weiter. Sehr schön. Endlich bin ich den Scheiß hier los. Keine hungrigen Wölfe mehr. Huh. Dafür jede Menge wertvolle Pfeile hier hinten. Die sind sehr viel wichtiger als alles, was in der Truhe drin sein könnte. Kommt her. So. Truhe. Dietrich? Ja. Ich finde Blitzschlagzauber, Nebelzauber, ein stehendes Nebelfeld wird um den Helden erschaffen und verbirgt ihn vor den Augen seiner Feinde. Bisonfell und 3 Fackeln. Und hier ein paar Skelettöse. Aber die sind alle schon komplett durch den Verdauungstrakt von Wölfen gewandert. Da ist nichts mehr zum Auflesen. Wie schade. Da oben haben wir noch was. Da steht einer. Oh. Oh, das sind Bandidos. Na? Kommst du alleine, du Stachelschwein? Ja, kommst du. Das heißt Stachelschwein, Igel vielleicht eher. Taschendieb. Hatte 15 Goldstücke sich aus den Taschen anderer gezogen. Oh, Moment mal, bin ich jetzt im Kampf? Bin ich. Der schießt aber gar nicht, weil... Es habe ich zu viel Rückprall. Willst du dich irgendwann mal wehren oder lassen wir das so? Wir lassen es so. Es ist ja runtergefallen. Aber den finde ich wieder. Die Leichen bleiben ja liegen. Was hast du hier liegen lassen? Du warst auch mit einem Bogen bewaffnet, oder? Metalltruhe. Zu schwer. Ah, schwere Schwerzerknacken. Das muss auch auf die Liste drauf. Klippe über Kapdun. Mhm. Und hier? Möhre Fackelmünze. Nichts Besonderes. Tja, leider kein Pfeilbündel. Schade. Aber vielleicht hat er was dabei. Richtig. Wo bist du wohl gelandet? Hier im tiefsten Gebüsch. Da. Ah, eine Armbrust. Schade. Armbrust, Schwert, Eintopf, Waldbeere. Hm, nicht gut. Aber immerhin. So, wer hatte uns die Aufgabe mit den Wölfen gegeben? Das war eine erfolgreiche Queste aus Kapdun.
Buffort war das. Aha. Dann soll Buffort mal was springen lassen. Hi. Der Proviantmeister Deckard freut sich über die Tränke. Gut gemacht. Der Alchemist ist sehr zufrieden mit dir. Nicht schlecht. Ah ja. Hier. Die hungrigen Wölfe sind Geschichte. Du hast dich um die Wölfe gekümmert. Gar nicht mal so schlecht. Hier, hast du deinen Sold. Okay. So. Ich soll Urkras seine Waren zurückbringen. Wo ist das Problem? Weißt du, wo ich sie finden kann? Nein, aber es treiben sich eine ganze Menge Rebellen und Banditen in den Wäldern herum. Vielleicht gehst du einfach mal an der Küste entlang. Es muss ja irgendwo Spuren geben. Mhm. Was sind das für Waren? Keine Ahnung. Ich vermute der übliche Nachschub. Die komplette Küstenregion wird zurzeit durch Waren aus dem Mittelland versorgt. So, von dem Schweinhirten erzähle ich ihm nichts. Und ob die Orks mit mir zufrieden sind? Nein. Noch nicht. Okay. An die Warenquest erinnere ich mich. Da gibt's auch irgendwo so einen Banditösen. Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Ja. Sonst wirst du als Fischfutter enden. Du endest als Wurmfutter. Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Auf die Idee bin ich gerade gekommen. Wenn du wirklich zu Uruk willst, musst du erst deine Absichten zeigen. Arbeite für uns. Außerdem verlangt Uruk von jedem Ora, der mit ihm sprechen will, einen Tribut. Gerichtet an die Stadt Kabdun. Eine Stadt verwaltet sich nicht von alleine. Wenn du ihm Zeit stehlen willst, musst du dich dafür erkenntlich zeigen. Verstehe. Ich will ihm ganz andere Dinge stehen als nur Zeit. Welchen Tribut verlangt die Stadt Kabdun von mir? Du wirst einen kleinen Teil deines Goldes der Stadtkasse überreichen. Uruk verwalte die Stadtkasse. Das Gold zahlst du aber an mich. 250 Goldstücke. Die muss hier jeder Morat zahlen. Außerdem bekommt Grobok 5 Keulen gebratenes Fleisch. Er verteilt es an die Stadtwachen. Hoffentlich frisst er sie nicht wieder alleine. Zu guter Letzt gehe noch 3 Wolfsfelle an Urkras. Er kümmert sich um die weitere Verarbeitung zu Decken und solchen Zeug. Ich hoffe, du hast mir zugehört, Mora. Ja, 250 Goldstücke bekommst du, 5 Kollen gebratenes Fleisch gehen an die Stadttorwache Grobok und Urkras erhält 3 Wolfsfelle. Es ist deine Entscheidung, wann du den Tribut entrichtest. Allerdings wirst du nur dann zu Uruk können, wenn alles erledigt wurde. Neue Quest, Tribut an Kabdun. Da das so, ja, nicht wirklich wertvolle Sachen sind und der Held gerne noch in Deckung bleiben würde, was seine Arbeit gegen die Orks angeht, sollten wir das zahlen. Hier hast du das Gold für die Stadtkasse. Ein Teil des Tributs. Gut, Mora. Ich werde es an Uruk weiterleiten. Das werden wir sehen. Dann Urkras bekommt 3 Felle. Ich will dir einen Teil des Tributs geben, den ich an Kabdun entrichten soll. Du meinst die Wolfsfelle? Ich nehme sie gern entgegen. Mhm. Das sind die 3 Wolfsfelle, mein Tribut. Gut, gut. Ich werde es dann Gach wissen lassen. Hoffentlich haben die Felle keine Löcher. Der letzte Mora hat mir minderwertige Ware geliefert. Aha. Löcher, naja, ich schieße mit dem Pfeilen auf die Viecher. Insofern, ja, Löcher. Wobei, meistens treffe ich sie an der Schnauze. Und Grobok. Warst du das? Nee, du warst das. Ich will einen Teil meines Tributs an die Stadt Kabdun entrichten. Stadt? Paar? Hast du das Fleisch dabei? Ja, hier sind die 5 Keulen. Tangar sagte, du sollst nicht wieder alles selber fressen. Du hast deinen Tribut entrichtet. Nun geh, Mora. Sofort. Guten Appetit.
Tangach gibt's jetzt XP. Halt! Keinen Schritt weiter! Der Tribut ist entrichtet. Wenn mir irgendwoher Klagen zu Ohren kommen, bist du deine Eintrittskarte für immer los. Hörst du, Mora? Es ist alles, wie du es wolltest. Und Questerfolge, oh, 1000 Erfahrung. Gut. So, mit Uruk wollen wir nicht sprechen. Also wollen wir schon, aber nicht jetzt. Oder vielleicht wollen wir es auch gar nicht. Egal. Wir haben was zu tun. Achso, Gamal, wegen deines... Wo bleibt denn nun mein Sklave? Ich habe ihn nicht gefunden. Alles Unfähiges pack her. Ich hätte gleich Assassinen schicken sollen. Gut, dass gar zwei Männer in der Gegend sind, die schulden mir noch einen Gefallen. Ja. Was willst du? Im Moment nichts. Zwei Männer in der Gegend, die dir einen Gefallen schulden. Was hast du ihnen denn für einen Gefallen erwiesen, hm? Pilz. So, die Waren für Urkras, die sind hier irgendwo verborgen. Und der Tipp, dass man an der Küste lang gehen soll? Was ist bei euch los? Gegen wen kämpft ihr? Wer bist denn du? Ey, lass Jens in Ruhe! Was bist denn du für ein Heini hier? Ja, Harek, hilf mal! Jens, wehr dich! Jens, ich brauche dich noch. Und geh bitte nicht dahin, wo ich gerade schießen will. Jens, geh doch mal in die andere Richtung an dem... Ja, ist selber schuld jetzt. Oh, da ist noch einer drin. Ach so, das sind diese Assassinen, von denen er gerade gesprochen hat. Schlitzer. Das waren die, von denen Gamal gerade geredet hat. Die zwei Assassinen, die irgendwie, die haben Harek gefunden. Wem hast du, ich hab's noch nicht verlernt. Geht doch. Wow, Schwein gehabt. Übel. Bogen. Auftragsmörder. Was ist das? Heiltrank. Assassinenschwert. Das ist nur so ein Schneidebrett da auf der Bank. Das ist nichts. Assassinen tragen keine Schilde. Und dich kann ich jetzt ausluten, richtig? Schlitzer. Genau. Oh, da ist noch ein Pfeil oben im Schädel. Dahin. Danke. Geht's euch gut, Harek? Harek, geht's gut. Okay, und... Wie geht's Jens? Auch gut. So. Gamal, hast du jetzt was dazu zu sagen, dass seine beiden Jungs versagt haben? Schmählich. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Deine Typen da umschießen. Lass mich in Ruhe. Gott. Ich bin beschäftigt. Ja, das stimmt. Ich war ja eigentlich auf der Suche nach den Waren für Urkras. Und man soll an der Küste lang gehen, richtig. So, das machen wir auch gleich, aber vorher einmal speichern. Und dann auf die Pirsch. Meiner Meinung nach waren die irgendwo jenseits des Bauernhofs hier. Ich glaube, da unten, auf dieser grünen Landzunge. Sagt die Erinnerung. Und wenn das auch nur so Taschendiebe und Wegelagerer sind, die mich im Nahkampf angreifen wollen, während ich sie im Fernkampf traktiere, dann kann das sogar alles funktionieren. Oh. Gockel. Schnabeltier. Okay, das geht so nicht. Von oben nach unten ist eigentlich gut zu schlagen, aber nicht in diesem Spiel. In diesem Spiel ist das tödlich.
da hat derjenige einen Vorteil, der von unten nach oben picken kann. Stimmt's? Ist mal was. So. Zu weit in den Hals. Den Hirschen kriege ich gar nicht ins Target. Ah, da habe ich an den Ast geschossen. Ah ja. 5 Pfeile, 2 Hirsche. Das lasse ich mir gefallen. Nächstes noch ein Schnabeltier. Von hinten soll ich es erschießen eigentlich, heißt es mal. Ja, das macht auch deutlich mehr Schaden. Ja. Okay. Soweit, so gut. Bin ich hier richtig wegen der von Urkrass gestohlenen oder der gestohlenen oder an Urkrass gerichteten Waren? Von Urkrass gestohlen wurden sie ja nicht. Sie wurden gestohlen von irgendwelchen Dieben. Der hat einen Bogen dabei. Oh, 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 das sind 4. Bleib stehen. Kriege ich dich doch noch. Okay. Ja. Unschön. Kriege ich dich doch noch. Da. Ja, trifft mich. Oh, er kommt ja dann. Ja, also schön, dass ihr kommt. Da. Erstmal muss dieser Fernkämpfer weg. Der nervt. Da. Oh, der trifft mich dann, wenn ich schießen will. Da. Wenn du einmal in dem scheiß falschen Rhythmus bist. Mach hin. Mach hin, das dauert alles viel zu lange. Man kann auch im Rennen trinken. Nee, kann man nicht, aber versuch's trotzdem. Es gehen die zurück. Der Dieb ist aber noch. Krieg ich dich doch noch. Ah! Da! Okay, das geht so nicht. Der ist viel zu gut für mich. Wo hast denn du kämpfen gelernt, hä? Ich war monatelang auf Kurinis. Ich habe gegen Ork-Horden gekämpft. Ich war in einer Sträflingskolonie. Ich war der Gesandte Innos. Ich habe gegen einen Irgendwas-Schläfer gekämpft. Ich habe gegen was habe ich noch gekämpft? Gegen einen untoten Drachen. Und gegen alle Drachen auch. Und du rasierst mich hier, oder was? Au! Wo ist deine Waffe? Ja, damit. Jetzt hoffe ich, dass ich noch nah genug dran bin. Hallo, Pfeil. Dass ich den Dieb noch verletzt habe, dass der nicht geheilt ist. Weil er war ja schon fast weg. Nein. Scheiße! Okay. Trink was? Iss was? Es ist die Frage, wieder auf den Dieb zu schießen, bringt nichts, weil die anderen mir wieder auf die Pelle rücken. Ich muss auf die anderen schießen irgendwie, oder? Halbstarker. Hm. Ja, jetzt geht der Dieb weg. Das ist so gemein. Na komm, lauf genau jetzt zur Seite. Ich dich doch noch. Bleib stehen. Ja, das ist das Problem jetzt hier. Und der trifft mich auch im Lauf. Der weiß nämlich genau, wie das geht, im Gegensatz zu mir. Krieg ich dich doch noch. Und ich weiß es nicht.
Ich schieße daneben. Muss immer vor ihm schießen. Da habe ich eine gute Chance. Doch noch. Ein halbstarker klingt jetzt nicht so beeindruckend. Krieg ich euch mit diesem Trick hier klein? Es sieht im Moment so aus. Ja. Oh. Dieser Affe, der ist natürlich schlauer als seine Kumpanen. Vor allen Dingen, da er weiß, wie man rennt. Bleib stehen. Ich bin doch nicht verrückt hier. Ich bleib ja gar nicht stehen. So. Krieg ich dich doch noch. Was kann dir in den Lauf schießen? Oh, das ist aber echt der schwerste von allen. Hit and run, hit and run. Und ruckelt der den Räuber ins Target? Krieg ich dich doch noch. Weg! So wird das was. Wir werden den in dieser Episode noch fällen, diesen Halunken. Krieg ich dich doch noch. Noch zwei Schüsse. Oh, nicht so theatralisch. Meine armen Pfeile. Ein edles Schwert haben wir gefunden. Und drei Flaschen Schnaps. Aber am wichtigsten ist eigentlich der Dieb, weil der könnte Pfeile dabei haben. Bitte mehr als 20. 19. Naja. Und der Halbstarke, der hat's da hinten irgendwo zerlegt. Und zwar gefühlt hier irgendwo. Ja, genau. Reis und Beeren. Hast du eine Waffe dabei? Ein Knüppel. Mhm. Und hier sind irgendwo urkrasse Waren. Diese Kisten da, meine ich. Gladiolen gehen vor. Oh, Waffenbündel. Zwei Stück. Gut zu wissen. Lagerfeuer. Hier ein Pilz. Was ist das? Das ist eine wichtige Kraut. Nein, nur Snapperkraut. So, mal gerade eben den Helden rasten lassen am Lagerfeuer. Heilung durchlagern. Und Pause zu Ende. Besorgt ihr mal hier diese Warenlieferung. 1, 2, 3. Genau. Und da die schwer sind und wir eigentlich einen Magier spielen, können wir durchaus Teleport Richtung Kapdun benutzen. Und da bekommt Urkrass noch seine Lieferung. Und damit ist die lange Episode dann auch jetzt schon gleich zu Ende, kann ich ankündigen. Ich denke, das Zeug hier gehört dir. Na also, her damit! Gut. Was willst du noch? Los, hab! Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Also gut. Hier, nimm das Gold. Und jetzt verschwinde! Als Lagermeister hat man bestimmt immer Arbeit. Das kannst du laut sagen, Mora. Vor allem machen mir die Söldner Probleme. Sie machen sich einen Spaß daraus, Hasen, Hirsche und Wölfe zu jagen. Mit meinen Pfeilen und Bolzen. Nur Pfeile! Wieso mit deinen? Was glaubst du, woher der ganze Pfeilvorrat kommt? Die Söldner werden bezahlt, damit sie Mora-Arbeit erledigen. Dafür gebe ich jedem einen Köcher mit Pfeilen oder ein Bündel Bolzen. Und was ist jetzt dein Problem? Du wirst für mich neue Lieferungen holen. Aber ich bin kein Söld. Ich will kein Aber hören. Du besorgst mir neue Pfeile und Bolzen.
bekomme ich die Lieferung einfach so übergeben. Was nützt mir eine Lieferung? Ich brauche Pfeil- und Bolzenbauer, die mir das Zeug zu senden. Dann werde ich mich nach Händlern umschauen. Gut, Mora. Um die Bezahlung der monatlichen Lieferung kümmere ich mich. Ach, das ist eine Langläufer-Quest, richtig. Brauchst du viele Bolzen? Bei Bolzen kommt es nicht auf die Menge an, sondern auf die Qualität der Geschosse. Wenn ich im Monat 200 normale und 300 Klingenbolzen bekomme, bin ich bereits zufrieden. Aus Trellis bekomme ich genau die Ware, die ich haben will. Hört sich teuer an. Ja, Mora. Es wird sehr teuer. Der dortige Schmied hat hohe Preise. Deswegen gebe ich dir jetzt 200 Goldstücke mit und weitere 300, wenn ein Bolzenbauer für Klingenbolzen gefunden wurde. Falls du mit dem Gold abhauen solltest, werde ich dich persönlich töten. Sonst noch was? Ja, mach dich jetzt an die Arbeit, Mora. Urkrass braucht einen Bolzenbauer und? Ach, wie viele Pfeile brauchst du? Das weiß ich noch nicht genau. Es sollten aber mindestens 900 Stück im Monat sein. Kennst du einen Händler in Silden, der solch eine Menge Pfeile verkauft? Wenn ich einen kennen würde, müsste ich dich nicht losschicken, Mora. Allerdings besitzt Silden ebenfalls eine Art Vorratslager. Frag mal den Lagerwärter Gives. Verstehe. Urkrass braucht jeden Monat Pfeile, ich brauche jeden Tag Pfeile. Zeig mir deine Ware. Er handelt jetzt mit mir und er hat Pfeile. Ohne Eile. Bastardschwert, Langschwert, Bogen, das ist aber ganz normaler Bolzen, Armbrust. Ja. Kann ich dir ein paar Waffen verkaufen? Ein edles Schwert werde ich nicht benutzen. Normale Schwerter eigentlich. Sie handeln auch mit Söldnern und die können Schwerter gebrauchen. Insofern kann ich das da verkaufen. Ein Knüppel, ja, komm, kriegst du auch. Und zwei normale Bögen. So. Goldspitzen, Pfeil in der Armbrust. Und hier Schilde. So. Goldausgleich. Tauschen. Sehr gut. Hi, Mora. Was? Jemand hat meine wertvollen Goldkelche gestohlen, mit denen ich die Assassinen bezahlen wollte. Du bist neu hier. Dich kennt niemand und deshalb wirst mir helfen, den Schuldigen zu finden. Und bis du ihn gefunden hast, werde ich nicht mit dir handeln. Weißt du, wer sie gestohlen hat? Was für ein Glück, dass ich gerade mit ihm gehandelt habe. Ich war's. Das sollte man ihm nicht sagen. Aber Serung ist ein Diebesfreund und Kollege. Er sagt ja, er handelt nicht mit mir, solange ich... Ich muss ihm das erzählen und dann handelt er das wieder mit mir. Aber da hat er zu spät geschaltet. Und hier ist jetzt das späte Episodenende. Und weiter mit Dingen in Kapdun. Es wird schon wieder dunkel. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.